Yo, 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 was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog auf meinem Kanal. Nach langer, langer Zeit mache ich dies natürlich wieder. Und bevor das Ganze wieder losgeht, kannst du natürlich den Support-Button nach oben drücken, um die Ratingrate bei mir nach oben zu bringen und natürlich diesen Kanal kostenlos zu unterstützen, um auf Langzeit mich zu unterstützen, um dieses kleine, feine YouTube-Projekt natürlich weiter zu bewerten und natürlich auf der YouTube-Skillrate nach oben zu bringen. Heutiges Thema ist allgemein so ein bisschen, was ich erzähle, was so passiert ist in letzter Zukunft, was ich momentan mache und was ich dazugelernt habe. Es ist momentan so ein bisschen kritisch und es gibt neue Sachen zu erzählen. Nach dem Intro geht es natürlich weiter. Wir haben hier ein neues, phänomenales Öhrchen, nennt sich Sony Vegas Pro 16. Wie kam ich dazu, dass ich dieses schöne Stück gekauft habe, Freunde? Ja, aus dem Grund, einfach weil Magix hat Probleme gemacht. Ich habe das Ding gestartet, ganz ehrlich. Ich sage das jetzt so, wie es ist. Es ist abgestürzt. Es hat irgendwelche Fehler aufgewiesen. Ich habe dann abgedatet. Das war ein 2021er, weil ich das gerade bekommen habe als Magix-Kunde seit Jahren. Ich schneide Magic, seitdem ich YouTube mache. Mittlerweile bin ich jetzt von heute auf morgen plötzlich auf Sony Vegas Pro umgestiegen. Ich habe mir wirklich lange Gedanken gemacht. Magic ist einfach für den Arsch. Die Installation von Magic dauert eine halbe Stunde. Bei Sony Vegas Pro 16, eine Minute, nicht mal, 40 Sekunden, war das fertig. Überleg dir das mal. Krass. Ja, das erste Mal schneiden für mich. Ich bin gerade hier vor meinem Programm. Ich render gerade nebenbei auch ein paar Videos. Die Render-Einstellungen sind einiges anders gestaltet. Die ganzen Render-Settings und die ganzen Einstellungen, die man machen kann, sind komplett anders. Du kannst auswählen, ob du mit der Grafikkarte rendern möchtest, mit der CPU, ob das eine AVC HD-Video sein soll, ob das so ein Mixery von Magix. Komischerweise Magix-Renderungen sind auch drin. Die arbeiten irgendwie zusammen, aber es ist kein komplettes Magix-Programm, es ist halt trotzdem Sony Vegas Pro 16. Das 18er wollte ich nicht holen aus dem Grund, weil 16 denke ich mir reicht und das 16er hat bessere Bewertungen als das 18er bekommen. Das 18er kostet übrigens zwar 50 Euro, denke ich mir auch noch, Rudi, muss das sein? Nein. Zukunft vielleicht irgendwann mal, ist aber auch total unnötig, weil 16er ist Top-Programm. Ja, was ist jetzt heutiges noch zulässiges, zu weiteres Thema, was in diesem kleinen, feinen YouTube-Projekt heute stattfinden wird? Das ist folgendes, ich habe mich, um einige Wohnungen umgeguckt und ich habe ein paar Wohnungen gefunden. Eine Wohnung habe ich direkt jemanden angeschrieben. Ist eine Top-Wohnung. Sind 62 Quadratmeter, 400 Euro mit Warmmieter, allem drum und dran. Ich wollte noch weitere Sachen mit denen quatschen, habe denen schon eine schöne E-Mail geschrieben. Ich freue mich auf eine Rückfrage. Drückt mir natürlich die Daumen, dass ich die Wohnung bekomme, dass er sich meldet. Er ist ein Geschäftsverkäufer, das ist mitten in der Stadt, zentral, richtig geil. Und dann werden natürlich regelmäßig schön, ich hoffe, das ist eine eingebaute Küche, also es war so der Fall, es stand dabei, dass eine eingebaute Küche dabei wäre, ich muss mit denen noch quatschen, wenn ich genommen werde, es sind wahrscheinlich viele vor mir auch noch dabei, die auch das haben möchten, aber drückt mir den Daumen, dass ich die Wohnung bekomme, dann umso schneller bin ich hier raus, umso mehr wird das nach vorne gehen, also, was ist das für ein Sound? Umso schneller ist es einfach möglich für mich, besser zu leben. Dann kann ich wieder 50 essen, habe ich eine bessere Tagesroutine. Jetzt bin ich hier sozusagen eingesperrt. Ich kann nicht kochen, ich kann mein Leben nicht genießen, ich kann für euch nicht regelmäßig Vlogs machen, weil ich keinen Platz mehr habe. Ich habe so viel Streaming-Setup bekommen, mein Zimmer ist voll belegt, ich habe keinen Platz mehr vorne. Es geht mir auf den Sack, ich habe das Geld, um auszuziehen. Ich brauche nur das Jawort. Vor allem, ich muss bis Freitag meinen Urlaub abgeben. Ich habe jetzt 4 Tage frei, Sonntag muss ich wieder auf Frühschicht. Ich fange übrigens wegen Corona. Fangen wir jetzt eine halbe Stunde früher an. Bedeutet im klaren Ganzen, wir fangen nicht mehr bei Frühschicht um 6 Uhr an, sondern um 5.30 Uhr. Bedeutet, ich stehe 4 Uhr morgens auf und gehe um 4.45 Uhr aus dem Haus ins Auto und fahre los zur Arbeit. Muss spätestens um 5.15 Uhr an Arbeit da sein. Ich fahre so meistens 25 Minuten zur Arbeit. Habe jetzt übrigens meine 1000 Follower auf Instagram geknackt. Nochmal fettes Dankeschön für den fleißigen Support. Danke dafür. Und ja, es wird sich einiges tun.
Und das sind eigentlich meine hauptsächlichen Worte. Ich muss halt noch ein bisschen zulernen mit Schneideprogramm Sony Vegas, rede ich jetzt von. Da muss man einiges lernen. Es ist natürlich eine kürzere Renderzeit. Renderzeit bei Magix bist du bei einem optimalen Zustand, also optimale Qualitätseinstellung, bist du bei 7 Stunden. Bei Sony Vegas Pro, wenn du auf CPU mit meinem CPU renderst, bist du bei einer Stunde bei extrem hohen qualitativen Einstellungen. Ist das nicht geil? Du kannst über Sony Vegas Pro eine bessere Bitrate in der Soundeinstellung einfügen über Magix. Übrigens trinke ich gerade nebenbei. Ich habe nämlich eine kleine Bestellung gemacht, wieder mein Götterpuls. Oben drauf steht sogar jetzt, es ist ein Götterpuls ohne Koffein, null Koffein jetzt verfügbar. Hätte ich früher gewusst, hätte ich früher bestellt. Ich bin gerade am Trinken übrigens, deswegen bin ich so ein bisschen heute auf Elan, ein bisschen Kreativität ist da. Und ja, Freunde, das wäre es in den heutigen Vlog, in dem jetzigen YouTube-Projekt. Support das, gib einen Daumen nach oben, um die Ratingrate nach oben zu bringen. Ich sag bis zum nächsten Mal. See you later, meine Freunde. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in einem kleinen, feinen Vlog. Natürlich in Zukunft möchte ich auch noch, ja, bevor ich das Video beende, eine bessere Kamera besorgen. Die ist scheiße, ich weiß. Das weiß jeder, das weiß ich selber. Aber ich muss momentan ein Auto abbezahlen. Ich bezahle monatlich von meinem Geld 600 Euro bis Mai. Dann, ich möchte ungefähr im März ausziehen, wenn das alles klappt, deswegen drückt mir die Daumen. Und dann muss ich erstmal neue Möbel besorgen. Dann kommt, wenn das alles fertig ist, dann kommt erst die Kamera. Erstmal wird es sein, dass ich das so machen will, dass ich mir erstmal eine GoPro Hero 9 Black besorgen werde für 400 so viel Euro. Damit wir bessere Vlogs machen können, unterwegs sein können, wenn ich einkaufe oder so. Wenn ich das überhaupt hinkriege, weil ich muss echt sagen, es ist so ein Nervenkitzel. Wenn du stehst so mittendrin, die Leute gucken dich so an. Ich persönlich habe das noch nie gemacht. Ich muss sagen, ich gucke die Leute so, die sehen mich und ich filme mich und quatsche dann und dann kommen da Leute mir vorbei, die gucken mich dumm an, da habe ich selber ein Gefühl, denke ich, was soll ich denn sagen oder was denken die über mich? Ich bin so einer, ich denke einfach zu viel. Ich müsste normalerweise Klick machen und abschalten. Aber ich würde jetzt sagen, abschalten, danke, wenn du hier bist, zu diesem Zeitpunkt geguckt hast. Danke dafür und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Hau rein und bleib gesund. Euer Alex ist.